Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Das Frauenteam Thun Berner Oberland spielte gegen den FC Rapperswil Jona. Außerdem besuchten der Präsident und der Direktor vom Grindelwald-Tourismus ihre japanische Schwesternstadt Matsumoto. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Thuner Stern gleicht Serie auf 1-1 aus. Ein ständiges Hin und Her. Das zweite Playoff-Spiel zwischen dem SC Thuner Stern und Vordermwald war bis in den letzten Minuten nervzerreissend ausgeglichen gewesen. Schlussendlich haben sie die Rollhockey-Partie mit 3-6 gewonnen. Vom Lehrling zum Inhaber. Bei Marti AG hat Luli Rekschepi die Lehre gemacht, nachher hat er sein eigenes Unternehmen aufgebaut. Jetzt geht er zurück zu seinen Wurzeln und übernimmt die Spiezer Traditionsfirma Marti AG. Er sieht hervorragende Synergien zwischen den beiden Unternehmen. Hoher Besuch an der Geissenshow in Burglauen. Der Samstag hat die Frühlingsshow vom Geissenzuchtverein in Grindelwald stattgefunden. Etwa 220 Tiere sind vorgestellt worden. Für den Grindelwalder Verein war es eine besondere Ehre und Freude, ist ein hoher Besuch, wie beispielsweise die Regierungsrätin Christine Hässler da war. Mit einem Sieg gegen den Ligakonkurrenten Rapperswil Jona hätte das Frauenteam Thun Berner Oberland einen Aufstieg in die höchste Spielklasse fixieren können. Dazu kam es allerdings nicht, denn das Spielergebnis lautete 1-5. Manuel Moser hat mit dem Trainer Adrian Barth und der Torhüterin Janine Teuscher über das Spiel gesprochen. 1-5 da verloren im eigentlich sehr wichtigen Spiel gegen Rapperswil Jona. Hätte man sich sicher anders vorgestellt, oder? Ja, definitiv haben wir uns das anders vorgestellt. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wir waren eigentlich auch top eingestellt gewesen. Und nachher ist natürlich nach 2 Minuten eine rote Karte und eine Penalty. Da ist die Mannschaft total aus dem Tritt gekommen. Wir haben keinen Zugriff mehr gehabt in der ersten Halbzeit auf das Spiel. Das ist sehr, sehr schade. Ja, man kann vielleicht sagen, okay, noch ein Goal dürfen wir rüberkommen, so wie der Stand war mit der Innungerzahl. Aber wenn man aufgrund von der zweiten Halbzeit dann auch sieht, dass man reagieren kann, man kann zu Zerten hoch quasi die zweite Halbzeit 1-0 gewinnen, wenn man jetzt überspitzt will sagen, dann ist da ganz etwas anderes möglich gewesen. Und die Mannschaft weiss es. Sie haben schon nach dem Match gesagt, warum nicht von Anfang an so. Und das ist eine mentale Sache, an dem müssen wir arbeiten. Ja, verloren ist noch nichts, das ist ja so. Rapperswil spielt jetzt nächste Woche nicht daheim gegen Iverdon. Man muss mal abwarten, was das Resultat wird bringen. Und nachher gehen wir auf Iverdon. Wir werden sehen, was es da braucht, damit wir den Aufstieg gleich noch realisieren können. Ja, es tut sehr weh, vor allem eben, dass wir komplett auseinandergefallen sind. Aber es ist noch nichts verloren. Es sind noch 2 Matches, also je einen. Und wir geben die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf. Ja, spielentscheidende Szene war ziemlich sicher die ganz am Anfang gewesen. Wie hast du uns gesehen? Ja, der Ball ist reingetragen und ich konnte ihn nicht richtig fassen. Und ja, die Hände natürlich, wo er fällt. Und Penalty bin ich noch dran, aber das Lenken knapp leider nicht. Erfolg hat er irgendwie nicht mehr so recht ins Spiel gefunden? Oder ist dort irgendwie auch Unsicherheit noch drin gewesen? Ich denke, es war einfach alles im Kopf. Wenn der Kopf nicht stimmt, dann kann man fast nicht shooten. Wir haben in der ersten Halbzeitpause haben wir uns dann nochmal zusammengenommen und haben alle motiviert. Und dann ist es dann gelaufen. Und dann ist es eigentlich, eben, wir haben dann noch ein Goal gemacht und können überkommen. Es ist dann gut gegangen. Und das heisst, man kann auch Positives mitnehmen, vor allem aus der zweiten Halbzeit für das letzte Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren zu 10 gegen sie. Und haben ein Goal geschossen. Das nehmen wir mit. Man muss immer das Positive nehmen. Ein Goal nehmen wir, egal wie es ist. Und jetzt haben wir eine Woche Pause und dann gegen Iverdon zeigen wir nochmal alles, was wir können. Und dann hoffen wir den Aufstieg. Die Städtepartnerschaft zwischen dem Eigerdorf Grindelwald und der japanischen Stadt Matsumoto besteht nun schon seit 50 Jahren. Peter Ecker und Bruno Hauswirt vom Grindelwald Tourismus haben ihre Schwesternstadt im Land der aufgehenden Sonne besucht. Dieses Treffen hat unser Reporter Ben Abecklin verfolgt. In Grindelwald ein Gletscher mit, da kann man gäbig leben. Wir sind auf die Stadtverwaltung und haben dort den Präsidenten der Stadt getroffen. Und seine Delegation. Und dort haben wir einen offiziellen Brief überbracht von der Gemeinde Grindelwald zu unserer Freundschaft, die wir seit 50 Jahren mit der Schwesterstadt Matsumoto haben.
Sie waren sehr fröhlich und haben uns mit offenen Armen empfangen. Nachher haben wir noch ein Nachtessen, wo wir um uns eingeladen wurden. Von Form auf Stalt, ein schönes Tal, von Grindelwald. Ich bin jetzt das fünfte oder sechste Mal in Matsumoto. Es ist jedes Mal sehr freundlich und wirklich, es ist wie wenn man heimkommt. In ein zweites Schwesterdorf, zu den Schwestern, zu den Brüdern. Und wir sind alle zusammen herzlich willkommen hier und man fühlt sich sehr wohl. Es ist wirklich jedes Mal ein wunderbares Gefühl, hier zu sein. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen von Meteor News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie dabei. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit wechselhaftem Wolkenspiel über Beatenberg. Die Druckunterschiede über Mitteleuropa die sind heute nur gering. Knapp nördlich von uns liegt höhere Kaltluft. Im Verlauf des Morgens erreicht uns eine Störung. Und hinter dieser Störung stellt sich eine veränderliche West- bis Südwestlage ein. Und das heisst, dass im Moment leider kein stabiles Wetter in Sicht ist. Im neuen Tag starten wir morgen mit einem freundlichen Mix aus Sonne, hohen Wolken und auch ein paar ersten Quellwolken. Dazu erwarten wir am Morgen ca. 9 Grad in Biel, 8 Grad sind es in Bern und ebenfalls 9 Grad sind es in Interlaken. Auf den Nachmittag nehmen die Wolken am Himmel zu und von Südwesten her ziehen dann ein paar Schauer durch. Im Flachland frischt der Südwestwind auf und Temperaturen die erreichen bis zu 23 Grad. In Langenthal 22 Grad erwarten wir für Burgdorf und ebenfalls 22 Grad für Brienz. Am Mittwoch rechnen wir zum meteorologischen Sommeranfang mit veränderlichem Wetter, mit wechselnder Bewölkung, ein bisschen Sonne und vor allem am Nachmittag auch wieder ein paar Regengüsse. Am Donnerstag erwarten wir zuerst viel Wolken und teils gewitterige Schauer. Auf den Nachmittag sollte es dann freundlicher werden. Und Freitag und Samstag dürfte es einen Mix aus Sonnen und immer grösseren Quellwolken geben, die dann im Verlauf von Nachmittag und Abend ein paar kräftige Gewitter bringen können. Ja, und der Pfingstsonntag, der zeigt sich im Moment ebenfalls unbeständig mit wiederholten Schauer und auch Gewitter. In den nächsten Tagen kommt kurz der Sommer zurück, bis es dann nächste Woche wieder abkühlt. Geniessen Sie die warmen Tage, ganz einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal wieder. Ade miteinander.